So, hallihallo, Hallöchen zusammen, Rufi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen weiter mit Post. Ich habe noch so viel da. Oh mein Gott, wollte ich dieses Jahr eigentlich noch alles wegkriegen, aber ich werde es wahrscheinlich gar nicht schaffen. Egal, wir machen hier weiter. Post aus dem schönen Österreich. Ja, küss die Hand, gnä Frau. Mei, hätte gerne Sache dort. Ne, oder so irgendwie. Auf jeden Fall haben wir hier typische Tattoo-Motive. Ne, hier Stuntflyer, sehr cool. Nochmal ohne Zähnchen, Drachenklassen und hier diese schicken Flammen. Wow, jetzt muss ich umdrehen und ganz vorsichtig die Bilder zeigen, denn oben steht die Adresse. Ja, hier, guckt es euch an. Tolle Zeichnungen, hier sogar das Zeichen von Berg und nochmal hier das Auge vom Nachtschatten. Super cool, vielen lieben Dank dafür. Das werde ich natürlich auch mit in die Galerie nehmen später. So, jetzt schauen wir mal, was ich hier bekommen habe. So, wie kann ich sagen, die Post kommt von einem Jungen. Yay, bin ich sehr gespannt. So, oh, ganz viele Zeichnungen, wie es aussieht, oder? Moment, ich muss mal gucken, ob hier irgendwie irgendwo irgendwas... Ah ja, hier geht's los. Alles klar, super. So, ich hatte mal einen Brief geschrieben. Oh, guckt euch mal an, wie schön er das hier abgeschlossen hat. Ne? Ein schöner, breiter Balken, Aufkleber, Night Fury. Wow, klasse, toll. Also, hallo lieber Rupi, ich heiße Markus und bin 10 Jahre alt. Ich hoffe, dir gefallen meine Bilder und wünsche dir viel Spaß beim Angucken. Das werde ich haben. Vielen lieben Dank. Ich freue mich. Vor allem hier über die tollen Bilder, das ist ja der absolute Hammer, ne? Schaut es euch mal an. Ganz tolle Stickers hier, die er mir extra auf das Briefchen geklebt hat. Wow, also vielen Dank. Boah, der ist ja toll. Wow, coole Sachen. Es gibt ja auch übrigens ganz, ganz viele Stickers-Bücher zu Dragons, wo ihr die in Massen drin findet, ne? Und das sieht aus wie so ein Stickers-Buch, ne? Kann das sein? Super. Und ganz toll finde ich, du hast ja extra gerade Linien gezogen wegen dem Schreiben. Ja, dankeschön für deine Mühe. Okay, dann legen wir mal los. Hier haben wir das erste Bild und hier hat er einen Skrill gezeichnet. Wow, klasse Pose. Huhu. Ganz fett hier. Skrill mit Blau und Rot drumherum. Zweimal unterstrichen. Wahrscheinlich dein Lieblingsdrache, ne? Oder einer deiner Lieblingsdrachen. Skrill ist auch wirklich der Hammer. Weit aufgerissenes Maul. Ganz spitze Stacheln mit Farbverlauf drin. Sehr schön, die Schuppen hier zu sehen. Auch die Beine ein bisschen angewinkelt und man sieht sogar die Knie. Witzig. Sehr schön. Dann auch toll, wie die Stacheln hier am Schweif entlang laufen mit dem Schwarz links und rechts. Klasse Wirkung. Und die Stacheln gehen hier auch noch entlang. Und die Flügel weit aufgerissen mit einem tollen Muster und den großen Stacheln vorne dran. Super schönes Bild. Wow, für 10 Jahre. Hut ab. Tolle Perspektive, tolle Stellung, Leute. Der Skrill von Markus. Der Burner. Hier noch was drauf? Nein. Okay. Dann habe ich hier noch ein Bild drin und, oh, da steht was, oder? Ohne Zahn, jetzt ohne Zahn teilt mit Hicks den Fisch. Mit Serifen geschrieben, das müsst ihr euch mal geben, ne? Serifen sind diese kleinen waagrechten Striche bei den Buchstaben, ne? Es gibt Schriften mit Serifen und serifenlose Schriften. Das ist ja Hammer. Sehr schön. Also hier ohne Zähnchen, ach genau, das ist das Bild. Die Zunge und der erwartungsvolle Blick, ne? Hier, komm, bitteschön, ich teile den halben Fisch mit dir, lass dir schmecken. Urks. Klasse. Schöne Augen, ganz, ganz tolle, ganz viele Schuppen, ne? Schaut euch das an. Und er hat hier extra ganz zart mit Bleistift schraffiert, damit er nicht ganz schwarz wird, sondern eher ein bisschen grau, damit man auch die Schuppen richtig sieht, ne? Sehr cool. Vor allem ganz, ganz sauber. Schön bis zur Außenlinie schraffiert und er hat extra aufgepasst, damit er nicht allzu weit drüber malt. Ja, das weiß ich sehr zu schätzen. Das heißt, du bist ein ganz genauer. Ja, auch hier schön am Rand entlang, nicht großartig drüber gemalt. Also, sehr schön. Cool. Und vor allem, man sieht fast keinen Übergang von deinen Strichen
zu den nächsten. Ne? Das sind so Feinheiten, finde ich toll. Also hast du wirklich Mühe gegeben. Das ist ganz, ganz toll. Super gelungen. Vielen lieben Dank dafür. Sehr schön. Hinten haben wir sonst nichts draufstehen. Okay. So, dann kommt hier nochmal was Interessantes. Was hat er denn hier drauf gemacht? Wartet mal. Guck erst mal hier drauf. Ein tödlicher Natter. Boah, krasse Schrift. Ne? Pfeift euch das rein. Tödlicher Natter. Wie hat er es gemalt? Ach Gott, von vorne. Ist auch cool. Gar nicht so leicht. Ein tödlicher Natter. Exakt genau von vorne. Und er hat es nicht abgezeichnet, sehe ich. Hat er wirklich ganz frei hier für sich interpretiert und gezeichnet. Super, super cool. Schön, ne? Die Zähnchen, der Unterbiss, große Augen. Und die Stacheln am Hinterkopf plus die Flügel mit dem tollen Muster drin gezeichnet. Die Kralle hier ebenfalls. Und natürlich Stacheln ohne Ende am ganzen Schweif entlang bis zur Schwanzspitze. Auch die Füßchen gerade noch mit aufs Bild gekriegt, ne? Sehr schön, klasse. Also, der liebe Markus hat mir hier drei tolle Zeichnungen geschickt und ein Briefchen. Das finde ich total lieb von dir. Super, die werde ich jetzt noch mit in den Anhang machen. Dann könnt ihr euch die Bilder nochmal in Ruhe anschauen. Also, vielen lieben Dank, lieber Markus, auch für die Mühe mit den ganzen Aufkleberchen hier. Das ist ein richtig toller Brief. Ich freue mich. Ja, ich schicke dir ganz, ganz viele liebe Grüße nach Österreich. Finde ich total lieb, dass du an mich gedacht hast und mir so tolle Bilder schickst. Finde ich ganz, ganz klasse von dir. Und falls dir deine Eltern erlaubt haben, diesen Brief hier zu schicken, bitte richte ihnen auch viele liebe Grüße aus. Finde ich ganz toll, dass sie dir das erlaubt haben. Ist keine Selbstverständlichkeit, ne? Also hier nochmal diesen wahnsinnig toll gezeichneten Skrill zum Schluss. Lieber Markus, fühl dich ganz doll gegrüßt. Ich freue mich total. Winke, winke und auch ganz viele Grüße an alle, die hier zugeschaut haben. Ich sag ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay. Yeah.